Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Derail Valley. Ich hatte für mich eine kleinere, größere Pause gehabt. Jetzt bin ich wieder da, denn es gibt ein neues Update für Derail Valley. Für Zukunfts-YouTube. Das Video wird schon weit nach dem Update-Release rauskommen sein. Für mich ist es jetzt vor kurzem rauskommen. PS, Kanalmitglieder sind das alles viel früher. Aber kein Muss. Jedenfalls, unser Fokus wird heute sein auf dieser neuen Lok, eine Batterie-Lok hier, die zum Rangieren gedacht ist. Und das Ding ist ziemlich, ziemlich klein. Und ich will einfach heute mal herausfinden, was man mit dem Teil so anstellen kann, wie viel Leistung das Ding hat und Co. Und eventuell schauen wir uns noch die DE6 an, denn die DE6 hat einen komplett neuen Sound. Die E4 und Co. sind vom Balancing besser gemacht worden. Also hat sich sehr viel getan. Also das werden wir nicht alles in dieser Folge hier covern können. Aber jetzt erstmal dieses Spielzeug. Ich bin überhaupt noch nicht mit der gefahren. Der Plan ist, dass wir mit der hier heute ein bisschen rangieren. Ich habe dazu mal einen Auftrag geholt. Und zwar müssen wir hier die Alkohol einladen in die Wagen. Das Ganze hat 546 Tonnen, 188 Meter lang. Mal schauen, ob die Kleine das schafft. Und zuerst müssen wir auf Gleis D4S. Das da unten. Und jetzt schauen wir uns das Ding doch erstmal an. So. Tür können wir schon mal aufmachen. Okay. Holy shit. Das ist winzig. Okay. Handbremse. Soweit klar. Fenster. Nice. Geht das hier auch auf? Ja, sehr nice. Bleibt gerade mal offen. Okay, was haben wir hier alles? Hauptluftleitung, Fahrmotortemperatur, Amperemeter, Tachometer, Akku. Wir müssen das Teil auch laden. Fahrmotor, Elektrik, Sandstreuer, das ist soweit klar. Scheinwerfer, Beleuchtung, Führerstand, Sandstreuer. Regler, Bremse, Handbremse. Ja, soweit alles. Gibt es draußen noch irgendwas zu sehen? Das ist der Port zum Laden. Aha. Interesting. Kann kein Multiple Unit, aber ich habe einen Mod installiert, mit dem kann man alles miteinander fahren. Auch die Dampflokomotiven. Da will ich da später nochmal so eine Fahrt machen. Ohne, dass ich das wieder manuell mache. Ich würde sagen, wir starten das hier mal. Elektrik. Okay, da kriegen wir Druck. Scheinwerfer. Erste Position. Wie sieht es aus? Okay, da. Okay, wir sind auf einer Seite. Zweite Position. Lass mich mal raus, bitte. Aha, jetzt ist hinten. Okay, gibt es noch eine Position? Ja. Das ist jetzt richtig hell. Okay, das ist in beiden Seiten. Okay, geht es noch eins weiter? Nee. Führerstand. Das ist nur das hier. Ah, nee. Okay. Sandstreuer kennen wir schon. Das ist der Fahrtrichtungswender. Ich gehe mal davon aus. In die Richtung, wo er hinguckt, fahren wir dann. Okay. Handbremse. So, und was ich jetzt dann gleich schon mal brauche, ist Weichen. So. Probieren wir das mal aus. Stufe 1. Da tut sich hier schon mal viel. Nö. Nee. Achso, mein Schmack ist. Ja. Irgendwie. Irgendwie tut sich hier gar nichts. Was habe ich hier falsch? Wollen wir mal andere Richtung? Nö, auch nicht. Interessant. Bremsen sind aber eigentlich okay. Also regieren tut sie.
Warum fährst du nicht? So, nochmal probieren. Nee. Also, die Handbremse kann es eigentlich nicht sein. Nee. Wollen wir uns kurz draußen was prüfen? Nee. Hier ist auch alles zu. Mal kurz aufmachen. Da passt's auch. Verstehe ich nicht so ganz, warum sich das Teil nicht bewegt. Die Pfeife reagiert aber auch nicht. Sehr interessant. Vielleicht hätte ich doch das Tutorial spielen sollen. Aber das Witzige ist, die Temperatur geht auch nicht nach oben. Es kann natürlich sein, dass einer... Oh, jetzt ging die Temperatur nach oben. Mehr kann man hier nicht einstellen. Was man mal probieren könnte ist, wir gehen mal in dieses Menü. Da ist alles da. Was gefällt dir nicht? Machen wir hier mal vorwärts. Nee. Also es ist hier alles okay, aber mag nicht. Ich glaube, sie würde gerne fahren, aber aus dem wird nichts. Ja, okay. Schade. Oder habe ich die jetzt vielleicht nur irgendwie buggy spawned? Ich probiere das jetzt nochmal. Arbeitszug spawner. Akkulok. Probieren wir es mit der hier mal. Okay. Handbremse gelöst. Ja, sowas wie Motorstart gibt es hier ja nicht. Da tut sich auch nichts. Okay, ich glaube, ich muss mal ganz kurz recherchieren. Liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder und ich habe das Problem gefunden, beziehungsweise den Mod gefunden, der hier die Lok kaputt gemacht hat. Und zwar ist es der No Cable MU Mod. Stand von dem Video, lass den lieber deaktiviert und dann funktioniert die Lok. Gehen wir davon aus, das wird dann recht schnell gefixt. Ich habe zwar links oben immer noch das Fenster, aber es ist halt deaktiviert. Okay, hier ist alles noch wie vorher, aber jetzt fährt die Lok. Und wir fahren nochmal in die Richtung hier. Und wir müssen auf E4S. Ach ja, ist übrigens auch neu. Der Fahrzeugkatalog. Da kann man sich jetzt die Eigenschaften von den ganzen Lokomotiven ansehen, was die ziehen können. Zum Beispiel hier bei 2% Steigung, wenn es schön ist, wenn es nass ist. Was die unterschiedlichen Werte sind. Das ist sehr, sehr praktisch. Also vor allem von dem, was man gerade so ziehen kann. Und ja, wie die Bedienung etc. ist. Also das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Das hätte ich gern früher gesehen. Also alles, was man hier so braucht, steht hier so drin. Sogar die 37 ist da drin. Okay, so. Los geht's. Oh, cooler Sound. Erinnert mich aber ein bisschen an so eine Taurus, wenn die losfährt. So die erste Stufe. Es ist so und dann im Hintergrund. So, Weiche. Du bist falsch. Das sieht jetzt so richtig aus.
Höchstgeschwindigkeit 30 mit dem Ding. Das will ich sehen. Also ich hoffe, die Kleine konnte es da ziehen. Ich habe es halt doch nicht ausprobiert. Ja, und Wildtiere sind ja auch ein Thema. Auch wenn man sie nicht sehen kann. Oh, Temperaturen sind gut. Ah, na, ein bisschen laut. Ich glaube, ich mach's mal ein bisschen leiser. So. Ist eigentlich eh ganz sinnvoll, dass wir hier mit Akkulok unterwegs sind, wenn wir hier damit Gefahrenstoff arbeiten. Das war vielleicht ein bisschen zu fest. Nur so ein bisschen. Gut. Einmal ran hier. Perfekt. Okay, dann tun wir das mal kurz kontrollieren. Wir haben hier 776, das passt. Und der letzte Wagen ist 979. Okay. Kuppelt die folgenden Wagen im Bahnhof. Ach, da kommt noch was hinzu. C1S. Wo ist denn das? Sind das die hier? Ah, das ist A1S. Wo ist C1S? C6. C3. C1S. 7, 8, 9. Wir schauen, das sind irgendwo ganz da unten. Ja, das ist 7, 8, 9. 824 und 150. Die ganzen werden dann beladen auf D1L und auf C30. Das war's. Ja, okay. Und auch. Das Blau gefällt mir sehr gut. Ah, Personenzug sollten wir auch mal wieder fahren. Ah, Stichwort Personenzug. Geil, die Anzeiger funktionieren jetzt. Regionalzug 3:50 nach Hauptbahnhof. Nach CSW. Cool. Nice. Also, ja gut, wir müssen einmal auf die andere Seite. Das war jetzt ein bisschen blöd. Hätte ich mir den Job noch ein bisschen genauer angesehen. Gut. Einmal wieder lösen hier. Hätte ich vielleicht vorher zumachen sollen. Ah, zu. Dankeschön. Warum? Sollte jetzt eigentlich gut sein. So, andere Richtung. Dankeschön. Na, dann zeig mal, was du drauf hast. Frag mich, wie weit man mit so einer Batterieladung fahren kann. Und ob die Leistung weniger wird, wenn hier der Akkustand nach unten geht. Bremsen. So, komm, machen wir die Lichter hier an für beide Seiten. Ja, mein Maximum Schmack ist. Geil. Okay, jetzt wird's ein bisschen schnell.
frage mich, ob das sinnvoll ist, die bei Güterzügen mitzunehmen. Als Rangierlok. Aber ich glaube, die wird in Gleisen, wenn die da schneller als 30 fährt. Der einmal da rein, bitte. Hoffentlich dieses Mal etwas sanfter. Okay, gut. Warum sagt er dann? Sehr gut. So muss es. Einmal verbinden, dann grün. So, mit dem. Einmal auf. So, und bei irgendeiner dieser Wagen ist ja wieder die Handbremse drin. Bei dir. Mal kurz kontrollieren. Ja, sehr gut. Okay, der allererste Lasttest mit dem Kiebel hier. Ja, andere Richtung. Das wird jetzt spannend. Okay, gelöst. Hatte ich nicht. Ah. Komm schnell ran hier. Ich dachte, ich hätte es festgemacht. Okay, dann halt nicht. Oh Mann. So. Einmal da ran, bitte. So, jetzt aber. Oh Mann, Babu, du bist so ein Kahut manchmal. Ja, das könnte jetzt einen Moment dauern. Löse dich. Dankeschön. Okay, jetzt. Auf ein neues. Gut, bei Stufe 1 tut sich schon mal gar nichts. Und hier vorne in die falsche Richtung. Richtige Richtung wäre natürlich sinnvoll. Ja, Stufe 2 schon mal ein bisschen. Sieht. Geil. Das Ding ist einfach so winzig im Verhältnis zu den anderen hier. Passt auch gut mit der Temperatur. Oh, die lockert Kraft. Nice. Aber ich könnte mir vorstellen, bei Mühe von der Steigung ist vorbei. So, Coupé. Ach, wie süß. So, das ist jetzt maximale Leistung. Wir haben ja eh keinen Verkehr, aber trotzdem. Wenn man die jetzt noch fernsteuern könnte. Nein, das geht. Oh, geil. Man kann die kleine Lok fernsteuern. Wie geil. So, nochmal kurz testen. Pfeife. Hahaha.
Ja, sehr praktisch. Können wir dann gleich für die Rückfahrt nutzen. Das macht die Temperatur nach wie vor gut. Da haben sie Gott sei Dank etwas Balancing gemacht bezüglich der Temperaturgenerierung. Ich glaube, wir stellen uns mal hier hin. So, Fernbedienung, raus hier. Ja, sie beschleunigt immer noch. Zwar extrem langsam, aber immerhin. Mit dem Gas. Das passt jetzt. Nice. Oh, dann prüft man hier schon mal den Fahrweg. Wir müssen nach links, ne? Ups. Mal schauen, da nach rechts. Ich hätte gesagt, mal hier so rüber. Da runter, da runter, da runter. Und dann hier das letzte Gleis. Das waren schon die Wagen hier, ne? 7, 8, 1. Moment. Ja, 7, 8, 1. Gut. Haben wir vorbereitet. Ja, einmal dann auf, bitte. Dankeschön. So, wunderbar. Fernbedienung. Wie einfach die Wagen die Lok mitziehen. Vorwärts. Los geht's. So, ich würde sagen, Maximum Schmack ist. Passt. Also von der Lok aus siehst du ja jetzt hier gar nichts. Also nur mal für so Funsies. Naja. Aber musste schon hier stehen. Ah, das ist mir zu viel Risiko. Ich bleib da vorne. So, dankeschön. Damn. Schön sachte daran. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist doch mal richtig sanft gewesen. Das kann man gelten lassen. Allah, da sind Katzen am Streiten. So, es waren die ersten drei. Da haben wir hier 150. Ja. Ach, die sind ja eh getrennt. Okay, habt ihr eine Bremse dran? Ja. Hier. Sonst nur irgendwo Bremse? Nö.
Nö. Okay, dann glaube ich, sind wir soweit bereit zur Abfahrt. Beladen ist auf D1L. Das müsste dieses Gneis hier unten sein. Ja. Okay. So, kleine Lok. Hast noch ein paar Wagen dazu bekommen. Zieh mal bitte. Batterie sieht auch noch okay aus. Also man kann verhältnismäßig schnell nach oben schalten, ohne dass es die Temperatur eigentlich juckt. So, wie ist der Sound, wenn man hier alles zumacht? Wesentlich angenehmer und dumpfer. Und nach D1L, nach C3.0. Okay. Vielleicht nehmen wir mal für den letzten Part die DE6, damit wir den neuen Sound von der mal hören. Auf das hätte ich ja schon irgendwie Lust. Plus 2,1. So, was sagt eigentlich der Fahrzeugkatalog zu dem Teil hier? Mikroschanter. 800 Tonnen, wenn es gerade ist. 100 Tonnen bei 2% Steigerung. Okay. On-Demand Delivery Order with Comms Radio. Oh, cool. Anordnung der Bedieneinrichtung. Nur 2 Punkte. Was ist daran so schlimm? Naja. Ja, ein bisschen ist noch. Oh, da wird sie schon langsamer. Okay, das ist too much. Einmal bremsen. Und wir gehen nach hinten. Gerade noch so. Auf hier. Remote Control. Sidele. Vorwärts. Ja, komm. Maximum schon mal gess. Können wir eigentlich mit dem Weichen hier schon mal schauen. Wir müssen da rein. Und da ganz nach unten. Gut. That's it. Komm, lass mich rauf. So, perfekt. Ach ja, während wir hier da reinfahren, zeige ich euch mal ganz kurz die Ladesäule. Damit wird das Ding dann geladen. Kann man dann einfach anstecken. Kostet bestimmt wieder Geld. Könnte das Ganze eigentlich von der Lok aus machen. Ja,
Ja, wenigstens kann man so auf die andere Seite gucken. Eigentlich kein Problem, dass man hier so steht. Ja, ich mag die kleine Lok. Die hat was. Gut, dann können wir hier mal Schmackes wegnehmen. L. Das sollte reichen für den Loader. Da sind wir auch noch drin, I guess. Ja. Okay, Loader. Entladen. Hä? Ah, doch, jetzt. Ab jetzt gefahren gut. Sehr geil. Gut. Die ganzen Wagen müssen auf C30. Schauen wir mal C30 kurz an. C9. Was ist hier? 3-0? 2-0? Nee, ist das hier 3-0? Ah, da steht aber beschissener Wagen. Jedes Mal. Ich würde sagen, die drücken wir dann einfach hier mal durch. Bis nach hinten. Aber das machen wir jetzt nicht mit der kleinen Batterie-Lok, sondern ich will es mit der großen machen. C30. Ich mache hier gerade schon mal die Weiche. Den ganzen Tag gebraucht für das kleine Manöver hier. Okay. Liebe Lok. Muss jetzt leider weg. Da passt's. So, ich meinte, ich kann dich auch wieder entfernen. Ja. So, und dann Spawner. Hätte gern die DI6. Okay. Einmal ankübeln. Kommst du da ran? Nein! Komm nicht ran. Ja, gut. Also, einmal rein in die D6. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf den Sound. Bisschen Overkill hier zum Rangieren, aber trotzdem. Ja, ich glaube, wir haben Saft. C. Motor. Ich glaube, da musste man ja ein bisschen primen hier. So. Oh, nice. Das klingt schon mal nicht schlecht. Gut. Aber den Big Boy mal ein bisschen nach hinten drücken. So, wie war das? Ah ja, ja. Ich hätte jetzt gerne mal Beleuchtung. Haben wir hier drin eigentlich Beleuchtung? Beleuchtung Instrumente, Beleuchtung Führerstand, ja. So, ist die Pfeife auch neu? Holy shit, ist es laut. Okay. Regler. Okay, der Sound ist geil. Oh, jetzt müsst ihr euch auch da rankommen. Okay. F machen, da ist er schon auf.
Und dann sind wir hier abfahrbereit. Oh, wie geil. Hinsetzen. Na? Jetzt. Ich lasse die Tür mal offen für den Sound. Das würde ich mir jetzt gleich geben. Bremse, mach schneller. Ach so. War nicht komplett gelöst. Ja dann, mal nach vorne. Und dann schauen wir mal, was der Motor hier so sagt. Oh, dieses Lastgeräusch. Oh, wie geil. Ja, geil. Okay, das klingt richtig geil. Das macht jetzt Laune. Ui, ui, ui. Ich glaube, wir müssen mit der mal ein bisschen Strecke fahren. Der Übergang. Ja, wir werden hier ein bisschen zu schnell. Oh doch. Also Held Future, ihr habt es aber ein richtig geiles Update rausgebracht. Davon bin ich begeistert. So, das müsste reichen. Mal schauen. Ich konnte man ja nicht. Naja, shit. Es ist jetzt zum Rangieren. Sag mal, bleib so stehen. Ich glaube, wir werden da mal. Sag mal, bleib so stehen, habe ich gesagt. Ich werde das mal ein bisschen cheaten. Ich nehme jetzt einfach mal das Menü dann. Ausgewählt ist es ja. Südrem. Einmal da rein. Ach, beziehungsweise, es geht ja gar nicht. Ich muss in der Lok bleiben und dann mit der Kamera wechseln. Sorry, ich habe eine kleine Spielpause gehabt. So. So, wie war das? Außenkamera. Ah ja. Klingt schon mega. Machen wir nach hinten mein maximales Licht. Kamera nach hinten bitte. Ah, den Kollegen hätte ich gerne. Letzten Meter keinen Unfall baue, dann wäre ich sehr happy.
Oh, ein Stückchen noch. Schon ein bisschen eine Danger Zone hier, mit den ganzen Wagen hier. Oh, komm. Wunderbar. Cool. Expresskuppeln. Handbremse lösen. Ich liebe dieses Menü. Da gehen die Sachen einfach gleich viel still. Allah, das Sound von da hinten. Das Spiel braucht Multiplayer. So wie Railroader. Nice. So, ich glaube, das können wir dann eigentlich soweit mal hier lassen. Meint ihr, wir sind mit den Wagen hier drin? Wo ist das Schild? Naja, ein ganz klein wenig noch. Bock, drück mal. So ein Müh. Gut, das passt. Und Handbremse. Das sollte es gewesen sein. Geiler Sound. Ah, echt Hammer. Wo ist denn das Office? Nur mal das mal hier abgeben. Wenn dann noch bezahlt werden für das Ganze hier. Südri, einmal da. Und happy. Nice. Komm, leg ab. Cool. Liebe Leute, das war's erstmal für die Preview zum Update. Wir haben jetzt noch nicht alles angesehen, aber mal die zwei interessantesten Sachen. Also mit der machen wir auf jeden Fall noch eine Streckenfahrt. Und was ist hier Fahrt? Jetzt, wo die Anzeige hier funktioniert. Kann man ja noch entscheiden, was wir als nächstes machen werden. Aber hui, mit der Lok werden wir noch Spaß haben. Bis dahin wünsche ich eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.